Zum fünften Mal haben die Freien Wähler zu ihrem Kommunalkongress in den Bayerischen Landtag eingeladen. Und 120 Gäste aus der Kommunalpolitik konnte der parlamentarische Geschäftsführer Florian Streibel dazu im Maximilianeum begrüßen. Wichtigster Tagesordnungspunkt: die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Denn die unbeliebte Abgabe sorgt bei Landratsämtern und Kommunen noch immer für erheblichen politischen Ärger. Das weiß auch der Nürnberger Landrat Armin Kroder. Er kennt die Fallstricke der Straps genau und macht sich daher für deren Abschaffung stark. Die Landratsämter haben ja dann auch staatliche Funktionen. Da geht es um die Genehmigung von Haushalten der Gemeinden. Und da war in den letzten Jahren öfter mal zu lesen und zu hören, solange ihr eure Einnahmemöglichkeiten nicht ausreichend ausschöpft, werden Kredite nicht genehmigt. Und da gab es eine Konfliktlage zwischen Gemeinden und Landratsämtern, die mit der Entscheidung aufgehoben ist. Seit Herbst 2017 haben die Freien Wähler also die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge mit großem Erfolg vorangetrieben. Sogar einen Gesetzentwurf hat die Landtagsfraktion eingebracht. Florian Streibel erklärte, dass die CSU zwar inzwischen mit einem eigenen Gesetz nachzog, doch das habe seine Tücken. Die entscheidenden Kritikpunkte sind, dass die Finanzierung völlig im Unklaren ist und die Kommunen auch in einen Schwebezustand gelassen werden, die nicht genau wissen, wie läuft es mit der Finanzierung, wie geht es überhaupt weiter. Also hier wird die maximale Konfusion von der CSU verbreitet. Und das Zweite ist der Stichtag. Der 1.1.2018 ist schlicht ungerecht, denn hier fallen ganz viele Bescheide und viele Verfahren einfach noch in die alte Regelung rein, die Bürger unrechtmäßig letztlich belasten. Dass es auch ohne Straßenausbaubeiträge geht, zeigt das Beispiel der oberpfälzischen Gemeinde Schorndorf. Dort hat der erste Bürgermeister Max Schmaderer die höchst umstrittene Satzung schon 1997 abgeschafft. Anlieger seien schließlich nicht dafür verantwortlich, dass Straßen sanierungsbedürftig würden, sondern alle Straßennutzer gemeinsam. Es geht auch ohne Straßenausbaubeiträge. Wir haben unser Straßennetz intakt. Wir haben alle Jahre aus allgemeinen Haushaltsmitteln gut 100.000 Euro investiert in unsere 67 Kilometer Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen mit Deckenerneuerungen, mit Oberbauverstärkungen und sind glücklich damit. Und wir können beweisen, dass es auch anders geht, nicht immer nur dem Bürger das Geld abzunehmen oder nach dem Staat zu rufen. Man muss sich auch selber helfen. Auch die ins Unerschwingliche steigenden Immobilienpreise in Bayerns Metropolen wurden diskutiert. Für den kommunalpolitischen Sprecher Joachim Hanisch ist klar, auf dem bayerischen Wohnungsmarkt muss sich etwas tun, und zwar schnell. In der Stadt muss mehr gebaut werden und am Land draußen muss das Wohnen attraktiv sein. Und zu dem Wohnen am Land gehört natürlich dann, das darf man nicht isoliert sehen, der Arbeitsplatz. Und wenn wir genügend Arbeitsplätze im ländlichen Raum haben und vernünftige Wohnungen, dann werden wir die Abwanderung vom Land in die Stadt stoppen können. Der Kommunalkongress im Maximilianeum hat einmal mehr gezeigt, die Freien Wähler sind wichtigster Anwalt von Städten und Gemeinden in Bayern. Sie machen Politik eng orientiert an den Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Für ihre Belange will sich die Landtagsfraktion auch in Zukunft mit aller Kraft einsetzen.